Wir sind Produzent von expandierfähigem Polystyrol. Das ist Kunststoffgranulat, das in weiterer Folge für die Styroporherstellung verwendet wird. Heute kam es um 10.25 Uhr bei unserem geplanten Werksstillstand bei Heißarbeiten im Produktionsbereich zu einer Verpuffung. Bei der wurde leider ein Mitarbeiter einer Fremdfirma getötet. Ein Mitarbeiter des Unternehmens wurde dabei leicht verletzt und ein Mitarbeiter des Unternehmens befindet sich aktuell in Schockbehandlung, der diesen Vorfall gesehen hat. Also mit der Betriebsfeuerwehr sofort die Menschenrettung eines Schwerverletzten, der sofort in den Sicherheitsbereich gebracht worden ist, dann natürlich sofort versucht, über die Brandrauchentlüftung das Rauchgeschehen hier einzunehmen und sofort rauszubekommen und nachher die Sicherungsarbeiten und natürlich auch permanente Messungen mit Explosimeter hier, um eventuelle Explosionsgemische noch wahrzunehmen. Aber das war dann zum Glück negativ. Bei dieser Explosion wurden zwei Personen verletzt und nach derzeitigem Wissensstand eine Person litt noch dazu tödliche Verletzungen. Zurzeit sind unsere Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich dabei, die Ursache zu finden, gemeinsam mit Sachverständigen des Bundeskriminalamtes.